Applaus für Denis Yücel. Der Weltjournalist wird bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Entlassung aus türkischer Haft im Festsaal Kreuzberg wie ein Held empfangen. Danke, mir geht's gut. Wirklich, mir geht's wirklich gut. Und zwar nicht nur, weil ich in Freiheit bin und dieses ein Jahr Knast ohne Anklageschrift hinter mir gelassen habe. Natürlich geht's mir deshalb gut, aber mir geht's auch deshalb gut, weil ich auch im Gefängnis unter Umständen, die jetzt auch nicht immer einfach waren, versucht habe, mich nicht fertig machen zu lassen. Und es viele, viele Menschen gab, die an meiner Seite standen. Der deutsch-türkische Journalist hatte ein Jahr ohne Anklage in türkischer Untersuchungshaft gesessen. Mitte Februar kam er frei. Ihm wurden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Yücel liest in Kreuzberg aus seinem Buch »Wir sind ja nicht zum Spaß hier«, das wenige Tage vor seiner Freilassung erschien. Yücel deutet an, auch seine Zeit im Gefängnis in einem weiteren Buch verarbeiten zu wollen. Das Buch ist vor allem ein Ausdruck davon, dass Denis sich nicht hat den Mund verbieten lassen im Knast. Also es ist versammelt Texte von ihm aus früheren Zeiten, aus der Taz, aus der Jungle World, aus der Welt auch, als Korrespondent, die er geschrieben hat, aber eben auch die Artikel, die er im Knast geschrieben hat und die er dort rausgeschmuggelt hat, teilweise auf abenteuerlichen Weg. Yücels Freundeskreis hatte während seiner Haft zahlreiche Solidaritätskundgebungen organisiert.